Hallo und herzlich willkommen bei den Cantina Band Roadies on Tour. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Lange hat es gedauert seit der letzten Folge, aber wir sind wieder da. Oder Jungs? Hey, ja, logisch. Frohes neues euch allen, frohes neues euch Jungs. Ihr müsst nämlich wissen, wir hatten auch Urlaub voneinander. Das heißt, wir haben ziemlich viel nachzuholen. Ich bin so erholt, ich bin sowas von tiefenentspannt, Jungs. Ich habe euch so lange nicht gesehen und gehört. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Sind wir stehen geblieben? Wo müssen wir denn hin? Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen und gehört bei der Star Wars Nacht, oder? Ja, richtig. Ja. Genau. Das war Mitte Dezember, jetzt ist es Mitte fast November. Mitte das war Mitte November, genau. Da waren die Mädels hier alle bei mir zu Besuch und wir haben einen Star Wars Marathon gemacht. Ich glaube, wir hatten auch schon darüber gesprochen in einer der letzten Folgen. Ein sehr, sehr geiler Abend. Tag. Nacht. Nacht. Hat großen Spaß gemacht. Geschnarcht wie Sau. Was? Nee, es ging. Der Timo hat geschnarcht. Das war der Mops. Ich war im Schlafzimmer, das hast du doch gar nicht gehört. Doch, doch. Ich weiß, wo der Mops pennt und ich weiß, wo das Geschnarche herkam. Das war nicht der Mops. Ich schnarche nur, wenn ich krank bin. Was durchaus hätte passiert sein können. Wo ist denn mein Flächenschaden? Auf jeden Fall war das sehr spaßig. Ja. Wer hat du am längsten durchgehalten? Ja, du nicht. Klar. Wie immer halt. Der echte. Nur die Arten kommen in den Garten. Richtig. Ich glaub, die ältesten Säcke, ne? Die waren am längsten wach. Ja, genau. Das ist die Erfahrung, Andi. Wir wissen einfach mit Schlafen an die umzugehen. Nee, wir wissen einfach, ältere Leute brauchen weniger Schlaf. Das ist die sogenannte senile Bettflucht, ne? Ja. Uns geht schon Richtung Grube, ne? Ja. Irgendwann braucht ihr nur noch 3 Stunden Schlaf. Das liegt einfach daran, wir trauen uns nicht mehr einzuschlafen, weil wir Angst haben, dass wir nicht mehr aufwachen. So Jungs, wir haben ziemlich viel nachzuholen an Themen, allen voran. Aber worüber hallo, könnten wir reden? Episode 7, meine Lieben. Wer hat's schon gesehen? Komm, lass uns mir was Interessantes reden. Ja, klar. Alle, oder? Okay, alle haben es gesehen. Christo auch? Und den anderen weiß ich schon? Okay, hervorragend. Wo ist denn mein Vogel? Ach, da. So, kleine Warnung an die Zuschauer. Wer bis jetzt Episode 7 nicht gesehen hat, hat halt Pech, weil wir spoilern ohne Ende. Ja, aber hallo. Spoiler. Spoiler Nummer 1, Dumbledore stirbt. Ja, und Frodo hat den Ring. Ja. Sind denn die grün? Ach so. Aber bei Frodo, ich habe heute einen kleinen Zwischenschwenk. Ich habe für Lego Dimensions habe ich mir dieses Zurück in die Zukunft Set gekauft. Und da war mein Sohn immer so begeistert, dass wir die Filme schauen mussten. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Was hat das jetzt mit Frodo zu tun? Ja, halt doch die Fresse, dann hörst du es. Im zweiten Teil kommt der Marty McFly in dieses Oldschool 80er Jahre Café an diesem Spielautomaten. Und da steht eben der Typ, der Frodo spielt. So als kleiner Knurz noch. Spielt damit. Elijah Wood heißt er, glaube ich. Big Bang Theory haben sie gestern auch Zurück in die Zukunft 2 angeschaut. Also nein, nicht gestern, aber halt in der Folge, die ich mir gestern angeschaut habe. Ist ja was. Ja, ich habe heute alle 3 Filme angeschaut. Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Wir müssen über Episode 7 reden. Ja, Ray, ich bin verliebt. Ja, großartig. Also die neuen Helden haben wunderbar funktioniert, finde ich. Ja, definitiv. Sehr cool. Sehr interessante Charaktere, toll gespielt. Ja. Wo sind denn diese Störsender? Ja, andere Dinger hier sein, oder? Ich laufe nur hinterher. Dachte ich auch. Haben die gerade irgendwie aus dem Betrieb? Müssen wir was machen vorher? Also eigentlich müsste da ein Mouseover dann auch sein, oder? Das ist kein Störsender hier. Schauen sie doch anders aus. Ja, oder das hat vorher jemand gedrückt. Auch möglich. Warte mal, ich schleiche mich mal hier an. Oder nicht so wie in einem... Was? Also ich hab schon wieder beinahe das Credit-Maximum erreicht. Ja, habe ich gerade auch gekriegt. Ah, so ein Scheiß. Ach, das wird automatisch quasi verschoben aufs Treuhandkonto. Ja, ja. Wir hatten kurz... Du kriegst ständig eine Dingsbums... Jetzt hier, können wir klicken. Kurz vor der Aufnahme hatten wir kurz schon miteinander über Episode 7 geschnackt. Ja.
Uwe hatte das Gefühl, einen Remake von Episode 4 zu sehen. Ja, total. Also ich hatte ständig das Gefühl, ich sitze in Episode 4 neu gemacht. War das so dominant bei dir? Story ist schon ziemlich gleich. Ja. Ja, also fand ich schon. Schon mit aufgefallen. Ist, wenn du so viel Hand auf die Sachen hast. Wenn du die Hand auf das hier ist, dann hast du im Prinzip auch. Ja. Also, was ich halt auch krass fand, war wirklich diese. Also, Parallelen sind ja okay, aber. Hat solche Sachen wie zum Beispiel, als sie dann also den neuen Todesstern, der jetzt kein Todesstern, sondern ein Todesplanet ist, angegriffen haben, gab es auch wieder den Schacht und als sie in den reingeflogen sind, das waren fast exakt die gleichen Dialoge wie Episode 4 beim Anflug auf den Todesstern. Ja, allein der Anfang schon. Kleiner Druide kriegt wichtige Informationen, muss abhauen und auf so einem Wüstenplanet. Das fängt direkt genau, schon an. Wobei ich das wiederum eigentlich ganz cool fand. Weil sie damit halt einfach super an die alten Star Wars Filme anknüpfen und die alten Fans quasi abholen. Sie hätten halt dann ein bisschen sich nicht zu sehr an Vorgegebenes halten sollen oder halt altes nachmachen, sondern am Anfang fand ich super cool. Aber auf Dauer wird's mir zu viel. Da war es mir zu nah an das an halt Sachen, die man schon gesehen hat. Also ich verstehe eure Kritik und die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen. Also da muss man schon extrem Fanboy sein, um das irgendwie leugnen zu wollen. Aber der Film hat genug neu gemacht. Allen voran die interessanten neuen Charaktere eingeführt, um, finde ich, nicht als Remake zu gelten. Ja, kann man auch nicht brauchen. Also auf alle Fälle ein großartiger Film. Ja. Großes Kino. Trotz der einen oder anderen Schwäche, aber mei. Das zweite Mal bin ich ja mit meinem Vati ins Kino. Und der hat mich dann voll gefragt, wer dann geht der Film eigentlich? Ich so, keine Ahnung, hab dann nachgeschaut und dann 136 Minuten? Ich so, weißt du, das kam ja auch nicht so lang vor. Ja, genau. Hätte ruhig noch eine Viertelstunde länger sein können, finde ich. Ja. Oder eine halbe. Ja. Oder gleich Episode 8 noch mit dran. Ja. Also, es wäre jetzt nicht aufgefallen, dass der so lang ging eigentlich. Ja. Das Einzige, was mich tatsächlich wirklich gestört hat, was zwar jetzt im Film cool war, was aber, finde ich, die Lore von Star Wars ein bisschen kaputt macht, ist dieser Anflug auf den Planeten mittels Hyperraumsprung. Passt nämlich eigentlich gar nicht. Ich fand, das war eine ganz coole Idee. Das haben sie aber hier in SWTOR auch schon behandelt. Ja, da hatten sie aber einen Hyperraumsender oder sowas, ja, genau. Bis dessen das geht. Und ohne geht das eigentlich gar nicht. Das finde ich schon ein ziemlich harter Bruch mit dem Universum. Ja. Da bin ich finde, als strategisches Element fand ich, das war eine gute Idee. Genau, das ist das Problem. Wenn du dir mal jetzt die Strategie von Kriegsführung überlegt und das so einfach ist, dann weißt du, dass die Kriegsführung in Star Wars nicht mehr funktionieren kann. Der darauf basiert, dass du im Normalfall ein paar Stunden brauchst, um den Planeten anzufliegen. Ja, gut, ist einer der Stormtrooper, der war nicht nur schlecht im Schießen, der hat gar nicht erst geschossen. Das ist richtig. Ja. Dass die Blamage gegen mich nicht schießt, gar nicht erst. Auch später wird er dann doch jeden überlaufen. Ne? Im Prinzip ist das ja auch meckern auf hohem Niveau, muss man auch. Ja, natürlich. Ja, also hier die neue Ordnung, wunderbar. Also endlich mal eine richtige Bedrohung, die auch die Helden verletzt. Also als Chewie einen abgekriegt hat, dachte ich mir, Halleluja, endlich sind die Helden verletzlich. Auch wenn er rumgeweint hat, wie so eine kleine Mumu. Ja, dass ihm kalt ist. Ja, das ist ganz großartig fand ich auch den Bösewicht, wie er mal seine Wutanfälle bekommen hat. Weil ich finde, das ist mal so richtig einer, der einfach die dunkle Macht lebt. Weil es geht ja darum, sein Gefühl freien Lauf zu lassen. Das fand ich echt super. So, großartig auch die Szene, als er den einen Raum zerstört und die beiden Sturmtruppen ankommen und dann die wieder davonlaufen. Ja. Das fand ich auch sehr cool. Noch zwei Sachen, die ich gerade sagen wollte, was ich auch sehr, sehr gut fand, war, dass eben Kylo Ren nicht so der Oberstecher-Macker ist, sondern da eben da so einen General hat, der ihm die Paroli bietet vor Snoke. Von wegen Stormtrooper, die sich umdrehen. Der Rey dann ja befreit, ist ja Daniel Craig. Ja. James Bond Schauspieler. James Bond Schauspieler. Die haben sogar seine deutsche Synchronstimme verwendet. Ja, richtig, genau. Die haben sogar seine deutsche Synchronstimme benutzt. Total geil. Okay. Der Duisburg hat gefangen und versucht ihn noch mit dieser Macht zu überreden, sie gehen zu lassen. Das ist eben der Sponsor-Spieler. Ah, okay. Das habe ich gar nicht gecheckt. Fand allerdings die Szene etwas sehr unglaublich. Er hat 10 Minuten vorher von der Macht. 5 Minuten später aus und dann herrscht sie. Ja, nein. Also Ray kennt diese ganzen alten Geschichten.
Ja, aber... Er hat es halt bisher für den Mythos gehalten. Es ist wie, so, wie wenn du die ganzen alten Märchen kennst und plötzlich erzählt dir jemand, dass diese Märchen wahr werden. Das finde ich schon nachvollziehbar, dass man das mal einfach ausprobiert. Ja, und wir wissen ja auch nicht, aus welcher Familie sie stammt. Also wir vermuten es alle, dass sie eine Skywalker ist. Aber gesagt wurde es halt noch nicht direkt. Aber wenn es stimmt, wenn es stimmt, dann ist das halt eigentlich auch eine ganz gute Erklärung, dass sie die Macht gleich so gut nutzen kann. Das funktioniert dann wieder ganz gut. So, großes Streitthema. Kylo Ren, gut oder nicht gut als Bösewicht? Solange er seine Maske auf hat, fand ich ihn super. Den Schauspieler selber fand ich eher... Boah, nee. Das gekriegt, was ich erwartet habe. Ich habe wieder so einen Milchbubi erwartet und das war er auch. Er passt wunderbar zum Charakter. Ja, ich fand ihn zu milchbubihaft einfach, ich weiß nicht. Müssen wir denn eigentlich hin? Weil ich schnitzel mich ja einfach nur hin. Lauf hier ständig hinter euch her. Mach doch zum zweiten Mal das Ding und ich bin, dass wir hier irgendwas anklicken müssen. Machen wir eigentlich, also müssen wir was anklicken? So. Die Frage ist, irgendein Symbol. Keine Ahnung. Vielleicht oben irgendwas? Was müssen wir denn machen? Bring ein Störgerät am nördlichen Sensor an. Ich sehe hier nix. Ein Störgerät. Vielleicht da unten wahrscheinlich. Hallo, und geht's irgendwo rein? Guckst mir nach, da unten geht's nämlich in eine Höhle unter diesem Punkt rein, unter dem wir gerade stehen. Aha. Dachte ich mir. Ach doch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Finn halte. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie der da so reinpasst. Was ich relativ komisch fand, war, dass wie heißt der, Bo und Finn quasi so nach den ersten 2 Minuten, okay, wir kennen uns und Freunde. Hallo, wenn mir einer hilft, mich da ab Widerstand oder wegzuhauen, dann ist das auch mein Best Buddy. Ja. Ja. Weiß nicht. Was ich ein bisschen schade fand, also vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht gecheckt, ich finde, dass im Film jetzt nicht so richtig rauskam, was ist denn die erste Ordnung eigentlich? Ist das jetzt das neue Imperium, das die Galaxis beherrscht? Oder ist das jetzt so ein marodierender Haufen, der rumzieht und mordet, plündert? Oder was sind die? Da hast du recht. Also, Deutsche! Ja, also, da hast du recht. Also das kam im Film nicht so richtig rüber. Anscheinend ist es so, das kommt im Roman besser zur Geltung. Okay. Das ist quasi der zusammengewürfelte, versprengte, ehemals versprengte letzte Rest, der nach der Schlacht von Jakku übrig geblieben ist, unter einem neuen Banner. Und weswegen die so erstarken konnten, ist, weil die neue Republik nicht so recht glauben will, dass die Reste des Imperiums so organisiert sind. Und Leia Organa sieht halt diese Gefahr und führt deswegen diese Widerstandsgruppe an mit dem Segen der neuen Republik. Aber die neue Republik an sich bleibt untätig. Okay, aber was haben sie da zerstört? Sie haben ja gesagt, sie machen jetzt die Republik kaputt. Ja, das, was so aussieht wie Coruscant, ist nicht Coruscant. Ich weiß nicht, wie der Planet heißt, aber es ist nicht. Haben sie quasi ein Sonnensystem zerstört. Was genau. War das? Das Regierungszentrum oder was? Nee. Aber das fand ich ein bisschen schade, dass das im Film einfach total unterging. Es war nur random Opfer. Ja. Aber jetzt, jede kleinste Verzögerung ist Grund zur Exekution. Also das hätte ich schöner gefunden, wenn das im Film deutlicher rausgekommen wäre. Das stimmt. Was diese erste Ordnung ist und was sie da eigentlich für ein System zerstören und wie die politischen Machtverhältnisse sind und was überhaupt, ne, weil das klang ein bisschen so, mein Widerstand habe ich eigentlich normalerweise, wenn ich gegen die beherrschende Macht auflehne mich oder so. Also, mit dem Sperrer könnte das Imperium Balmorra hoffe ich, dass in Episode 8 mal noch ein bisschen das klarstellen. Dürfen wir nicht zulassen. Ohne apropos klarstellen, was glaubt ihr, wer Snoke ist? Nicht vorausahnen können. Es fehlen noch lass ich mich überraschen. Schritte, war auf jeden Fall nicht, wie heißt er? Plagueis. Auf jeden Fall mal nicht. Wie kommst du drauf? Haben sie schon bestätigt, dass es nicht ist? Sieht aus, als hätten sie eure Erfahrungen können. Ja, sie können ja schlecht sagen, ja, er ist es. Ja, klar können sie. Nö. Ich kann euch nur noch die ganze Spannung raus. Ich habe die Theorie, dass es der zweiten Todesstern überlebt hat. Einfach weil er so ein Badass ist. Was ist das? Du bist super leise, Chris. Ja.
Also bei mir. Du bist leise und setzt immer wieder aus, leider. Ja, Moment. Wir drücken von euch nicht, Kio, eigentlich. Keiner wird vergessen, was ihr für Balmora getan habt, Doktor. Ich habe nur getan, was jeder Balmoraner getan hätte. Ich kehre besser zurück. Du denkst, dass es dieser Darth Plagueis ist, Tibor? Ja, auf jeden Fall. Also es würde mich überraschen, wenn das nicht ist, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Einer der offensichtlichen ist, dass die Musik, die bei ihm abgespielt wird, nahezu hundertprozentig dieselbe ist, wie wo Palpatine, danke, das erste Mal von ihm erzählt in Episode 3. Ah, okay. Ich bin der Meinung, dass es eventuell auch sein könnte, dass er den Todesstern überlebt hat. Als Badass, der er nun mal war. Palpatine, der Imperator selbst. Nee, das glaube ich nicht. Nee, also... Er wurde doch halbiert. Nein, er wurde nicht halbiert. Ja gut, er es gibt genug Geschichten und Comics, wo ein Klon von ihm wieder auftaucht oder so. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich Palpatine ist. Das würde auch insofern keinen Sinn machen, als dass Palpatine ja ein überzeugter Sith war. Und es keinen Grund gäbe, also keinen zumindest naheliegenden Grund für mich, weswegen er den Orden nicht mehr als als Sith-Orden weiterführen und auch als solchen bezeichnen wollen würde. Ja. Wohingegen von Plagueis ist bekannt, dass er den Orden der Sith ja indirekt auflösen und neu gestalten wollte. Okay. Und andererseits, selbst wenn das jetzt nicht so aus dem erweiterten Universum übernommen worden würde, dann läge der Schluss halt nahe. Ich meine, der Junge hat halt wahrscheinlich das Attentat von Palpatine überlebt und hat dann wahrscheinlich einfach die Schnauze voll von der Regel der Zwei und den Sith. Und jetzt sie. Also so ein Weichei, willst du sagen? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch jemand völlig Unbekanntes, weiß man ja auch nicht. Auf alle Fälle finde ich, dass der Name einer der dümmsten Bösewichtnamen in der Geschichte des Films das ist. Das auf jeden Fall. Ja. Das aber auf jeden Fall. Das ist für mich aber auch ein Grund, weswegen, also der Name ist so dumm, dass er im Lauf der Story einfach geändert werden muss. Ja, das stimmt. Ich muss ehrlicherweise sagen, generell die Namen, ja, fand ich jetzt nicht ganz so toll. So ja, einzelne wie Namen. Oh, aber das war, ja, ist doch bei Star Wars schon immer so Han, Luke, ja, Leia, also Lando, das waren ja noch nie so richtig lange Namen. Aber was sind denn diese Dinger, die wir hier ausschalten sollen? So, ich weiß es nicht. Doch. Ich rall das nicht. Wo müssen wir denn hin? Eigentlich hier an diese Türme, oder nicht? Den komischen Türme da. Ja, ne? Ist hier irgendwo was? Da läuft nur Nugget herum. Ist hier, warte mal, hier? Die basteln hier doch an irgendwas. Ja. Aber da ist nichts. So hat's mich nicht. Ah. Ja, man könnte auch mal einfach an seine Questleiste gucken und sehen, dass es da einen Gegenstand gibt, den man benutzen kann, wenn man neben so einem Turm steht. Oh, wow. Ja. Oh, Uwe. Das ist das, ja, was von dir noch kommt. Ja, ist schon peinlich, ne? Jetzt hat was gedrückt und mich hat es irgendwie zurückgeportet. Gute Nachricht, das zählt gedrückt für alle. So, ich probiere das jetzt mal. Mich nicht, ich war wahrscheinlich zu weit weg. Ach so, ach, das hat es für euch nicht gezählt? Das hat gezählt bei mir jetzt. Ich hab, wo seid denn ihr? Ja, ich hab's irgendwie nicht ganz woanders hingeportet. Du denn? Ah, ach, da unten. Hast du die Schnellreise benutzt? Na, ich hab ja Heroic 2, ich drück mal drauf und weg. Ja, das ist die Schnellreise zu der Helm. Ja, toll. Dieses Spiel macht einfach keinen Spaß mehr. Schwätz kein Bab. Echt, drücke hier, um dahin zu porten. Taktische Flashpoints nur noch. Wow. Ja, das mit den taktischen Flashpoints ist echt dumm. Ja, finde ich auch. Apropos Spaß. Doch falsch. Das ist Doctor Who durch. Alter. Geile Serie, was? Absolut. Ich weiß nicht. Also, ich habe im Prinzip noch eine offen, aber da müsste ich dann bis 30 Euro zahlen. Dann ja, mit die letzte habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich auch noch nicht. Aber Wahnsinn. Ich habe jetzt eingestiegen mit dem 9. Doktor, glaube ich. 9. oder 8. 9. Ja. Ey, Wahnsinn. Der Typ, der ist mir sofort so sympathisch gewesen. Ja, schade, dass er nur eine Staffel da war. Ja. Die anderen Doktoren haben es nicht so einfach gehabt, muss ich sagen.
Wobei ich dann doch am Ende immer traurig war, dass dann der Doktor weg ist und ein anderer da ist. Weiß ich nicht. Und Begleitungen? Hallo? Hey, Amy? Alter. Alter. Ja, Amy ist schon Bombe. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Derbe hier gleich. Warum laufen die denn so lang hinterher? Amy, die hassen dich ganz besonders. Absolute Wahnsinn. Das ist hier, ist das hier wirklich der Falsche? Hier, nein, hier müssen wir nicht. Ist ja auch keine Markierung mit. Da. Ja. Schon wieder sowas von dir, meine Güte. Haus aber einen raus heute. Warte mal. Jetzt renne ich ja aber völlig in die falsche Richtung. Vielleicht sammeln wir uns mal einfach irgendwo. Das ist eine gute Idee. Ja, schon. Ne. Das muss diese Altersweisheit sein. Ja. Ja, alle mal sprechen. So, mal hier rüber. Ach, scheiße, ich hab einen Pult. Also ich freue mich sehr auf Rogue One Ende des Jahres. Und jetzt im Februar kommt ja noch der Deadpool-Film, auf den freue ich mich auch ganz besonders. Oh ja. Ja, was? Deadpool. Sagt mir gar nichts, was ist das denn? Deadpool ist ein Marvel-Superheld, im Grunde genommen so ein klassischer Anti-Held. Okay. Das ist ein Söldner, der im Endstadium Krebs hat. Und dieselbe Prozedur durchläuft wie Wolverine und seine Heilungsfähigkeiten daneben bekommt. Aber das Geile an der Geschichte ist, der Typ ist einfach nur ein Riesengroßmaul und einfach das größte Arschloch, das man sich vorstellen kann. Und deswegen ist es super lustig. Also der macht sich halt auch wirklich auf abgrundtief perverseste Weise immer über seine Gegner lustig, die er dann niedermetzelt. Und es ist wirklich sehr, sehr brutal und wirklich sehr witzig. Warum trägt er rote Klamotten? Damit man nicht sieht, dass er blutet. Warum trägt er eine braune Hose? Richtig, weil derjenige das Prinzip begriffen hat. Weil ich nicht so eine Hose scheiße. Ja. Richtig geil. Ich freue mich auch auf den Film. Ja, der hat ja bei... Welchen X-Men war das? Oder war welchem Wolverine? Ja, bei einem der Filme. Da hat er ja schon mal den Deadpool gespielt, aber das war ja irgendwie so eine Perversion von Deadpool. Das war ja eigentlich der richtige Deadpool. Machen wir hier jetzt die Heldenquest erst? So, ja, können wir. Und Hateful Eight freue ich mich auch schon. Ja, auf den bin ich auch gespannt. Na, hier runter, ne? Oh ja, du kennst ja schon. Andi und ich sind mal den Weg. So, Aufzug fahren. Schnellsten Aufzug in der Galaxie. Vor allem halt null gesichert, ne? Kein Sicherheitszaun. Ah! Yeah, warum sag ich's? Gut gemacht! Du bist erst tot. Shit. Ja, das war nicht gescriptet. Ich warte dann mal auf euch, ne? War nur der Tank, ist nicht so. War definitiv nicht gescriptet. Zum Glück hat das keiner gesehen. Wieso hast du mich nicht hochgezogen, Chris? Ja, wie schnell soll ich denn reagieren, bis ich dich ausgewählt habe und meine Ziehentaste gefunden habe? Du bist echt kein Vollblutheiler. Ja, jetzt sieht er mich, wenn ich aufsteigen will, Alter! Genau so macht man das doch, oder? Ja, genau. Was habt ihr denn Schönes an Silvester gemacht? Kein Rahmen. Ich auch, im Mini-Rahmen. Beste Freundin, ihr Mann, ihre Tochter und ich. GZ. Auch mal mit aufgestiegen. Voll Stecker. Zum Alter, dass ich da große Partys mache an Silvester, da bin ich schon auch wieder raus. Ja. Bei uns fing das mit so einem kleinen Desaster an, weil irgendwie erst 12 Leute waren, dann aber immer welche abgesagt haben. Oh.
Wo sollen wir denn diese Überlastungsmodule platzieren? Oh, ich glaube, ich habe Pult. In der Nähe. Das sind so Raumschiffe. Der Chris, der braucht eh noch Feintuning mit seinem neuen Mikrofon. Ja, ja. Da muss er noch ran. Hättest du halt mal ein Scheiß gekauft. Ich hatte zuletzt sowieso. Jetzt hast du mich hier weggeportet. Ja, hast du falschen Knopf gedrückt. Hast du auch auf das. Du hast auf den gleichen Knopf gedrückt wie der Andi vorhin. Mensch. Ja. Ich dachte, das wäre ein Quest-Gegenstand. Ja, genau. Nein. Dachte ich auch. Und wisst ihr, wo ich gelandet bin? Oben am Aufzug. Ja, ich weiß. Aber diesmal habe ich ihn richtig benutzt. Leistung, Leistung. Ihr seid echt super. Gab's hier einen Zweifel? Bei Uwe, ich hab da mal den Trailer verlinkt. So. Ja, schon gesehen. Der zweite Trailer oder der erste? So, den Dodo hier machen wir auch mal. Oh, der Ficker, ey. Das ist einfach die Uhr. So, ich behaupte hier bei den Fernklammern dann. Ja. Oh ja, hier. Am Bubbes. Ach da. Ah, das zählt für alle. Ja. Gehen wir hier links rum. Huch. Stand einer. Da fällt mir ein, ich hab ja hier Macht ziehen. Fällt der natürlich richtig früh ein. Geil, ne? Ja. Ah, er hat auch Macht ziehen. Ah, ich hab's für dich verbündet. Na, sind wir fertig hier, oder? Ja. Da schon wieder. Voll, das war die Heldenfest. Ja, da war ja nur eine H2, oder? Ja. Gibt's überhaupt noch H4? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, weil die kann man ja nicht alleine machen. Das finde ich echt ein bisschen schade. Kann man selbst mit dem Heiler ganz alleine machen. Haben sie echt einiges gemacht. Also ich weiß noch, dass ich damals mit meinem Maro H4s alleine gemacht habe. Nur mit dem Begleiter. Beim hier Krieger habe ich die auch alleine gemacht. Also ein paar, nicht alles, gingen nicht alle. Viele gingen. Mir war das immer zu blöd, ich habe lieber die Story durchgeprügelt. Ja. Ja, das ist immer mehr zum Solo-Spiel geworden hier, glaube ich. Ja. Das finde ich richtig schade, dass es wirklich so krass viel einfacher geworden ist. Gar nicht mal, dass es nur ein Solo-Spiel geworden ist, aber dass es so super anspruchslos auch als Einzelspieler geworden ist. Das ist halt so schade. Ja. Dass man... Also an und für sich finde ich die Idee cool, zu sagen, ich mache alle Flashpoints so, dass ich sie einmal allein durchspielen kann. Das fand ich eine richtig coole Idee. Aber dass die jetzt alle taktische Flashpoints sind und dass man das einfach nur noch so durchzerrt quasi und Story mehr oder weniger immer mit zwei Tastaturen beim Filmschauen durchspielt, finde ich schon ein bisschen sehr schade. Wer von euch braucht dann noch diesen Sender-Teil? Den was? Ich verstehe nichts. Ja, ich... Der Andi hat's wieder nicht gecheckt mit den Sendern. Achso. Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Ich lauf gerade nur so nebenher. Müssen wir nicht runter? Nee, hoch, glaube ich. Aber keine Grad. Ich kann ja kicken. So geht's auch. Wo müssen wir hin? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da unten ein Signal ist, das wir bestätigen müssen. Na dann, gehen wir doch mal dahin. Aber wir müssen warten. Wir müssen es da oben mit den Liebler. Müssen wir? Ach, vergiss es. Nee, schon gut. War bei dem Agenten wieder hoch. War das nicht auf Reps Imp-Seite? Ja, ist auch ja der Agent.
So, drück mal Knöpfe. Der selber looten hier, oder mir auch da. Na, wenn wir jeden mal aufheben, flop, kommt aufs Treuhandkonto. Flop, kommt aufs Treuhandkonto. Ja, das ist echt nervig. Das haben wir auch echt. Haben sie doof geregelt. Yep. Muss das jetzt jeder angrabbeln? Verhaltet euch. Ja, nur wir beiden. Kann ich nicht. Eure Story-Quest vermutlich. Ja. I understand. Drinnen herrscht rege Aktivität. Sie ändern die Sicherheitsvorkehrungen und arrangieren Transporte. Ich denke, Darth Lakris bringt den Präsidenten jetzt fort. Könnt ihr seinen Weg verfolgen? Nein. Wir holen ihn uns jetzt oder nie. Alle Passwörter werden geändert. Ohne mich dringt ihr nicht zu ihr durch. Also los, Jedi. So, ich muss jetzt da rein. Und ihr so? Dann viel Spaß. Wir müssen nochmal rechts in diesen Hangar. Ich muss die Dinger drücken, oder? Dann mache ich inzwischen also mal. Also östlich. Was? Wo denn? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Das hat auch Andi noch nicht. Weiterführen. Ah, kritische Sabotage. Ja. Lass uns doch mal darüber gehen. Andi macht mal eben die Dörsetner und dann gehen wir da rein. Boah. Ach, das zählt für alle. Bisschen was muss schon selber machen. Mein Oma, anspringen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, du machst noch 1, 2, 3? Nee, nicht wirklich. Na eben, von der drückt nur ein Makro für 1, 2, 3. Bei den Gegnern reicht ein, wenn überhaupt. Da kommt Uwes Hühnchen angerannt. Das habe ich auch echt schon lange nicht mehr gezockt, ey. Was, Star Wars? Generell. Ach so. Ja, überhaupt nicht. Ich habe jetzt ein paar Wochen lang überhaupt nichts mehr gespielt. Hast du die ganze Zeit gemacht, Junge, sag mal. Ja, Entschuldigung, Weihnachten, Arbeitsstress. Und dann heimkommen, Sofa, Serien suchen. Ich habe schon wieder geguckt. So viel Serien angeschaut. Hä? Ich hatte ja jetzt 4 Wochen Urlaub, du konntest zocken und Serien suchen. Ja. Den Luxus hatte ich leider nicht. Ich hatte ja auch jetzt die letzte Woche das erste Mal wieder einen halben freien Tag. Hey, okay. Hey, und da hast du nicht gezockt? Nee, da habe ich Serien geguckt. Ah, okay. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe zu den Feiertagen im Urlaub auch fast nur Serien geguckt, ganz, ganz wenig gespielt. Hat aber auch nicht so richtig. Sagt mal, versteht ihr den Chris? Ich glaube, der Chris versteht sich selber nicht. Ach, das war anders gemeint. Ah, okay. Was? Ohohoho. Du bist super leise, du brichst immer zwischendrin einfach ab. Also geht echt fast nichts, was du sagst. Vor allem nicht, wenn wir kämpfen. So, ich wäre jetzt fertig. So, dann also wieder runter. Ach, du meinst die Quest? Ja. Ja, das ist ja generell so, dass, ja, also ich habe das mal, wenn ich immer deine Videos anschaue, Tibor, dein Ingame-Sound ist ja auch extrem laut. Ich könnte so nicht arbeiten. Muss ja schon mitkriegen, was da passiert. Ja, das tue ich. Ich habe meinen, glaube ich, auf 2%. Ah, ne, aktuell auf 6% sogar. Echt? Ja. Ich bin da 25. Ich muss hier halt auch ein bisschen rumhantieren mit der Aufnahmesoftware und so, dass ja. Oh, Panga. Was? Achso, ja, sorry. Halt ihr denn schon wieder? Mann, ja, Mann. Also ich habe halt auch das Headset volle Pulle aufgedreht von der Lautstärke her und Windows Sound ist bei mir volle Pulle aufgedreht. Und hab das halt so angepasst an meine Lautstärke auch. Deswegen ist die relativ niedrig immer in den einzelnen Spielen.
Was natürlich dazu führt, dass mir erstmal der Schädel explodiert, wenn ich zum allerersten Mal im Spiel starte. Das ich noch nie gespielt habe. Und da deswegen aus Vorsichtsmaßnahmen schon immer kein Headset auf habe und die Lautsprecher aber schon leiser drehe. Kuchusa yomata chitoya, namka noya choski nawi. Se gota do muti kihasa da punyo, liz di woto, chonki faguta. Aha. Würde die Fabrik bei einem Bombardement nicht zerstört? Chikospa inikutat iji gliska chanagawa. Kabanotase makipuna, malituta udmishka. Poyatuka changa goptula do batawana wanki. Wenn du das sagst. Wie wäre es mit einem kleinen Bonus für meine Anstrengungen? Du machst mich als Schwaben stolz, Uwe. Hast du gehört, was er gesagt hat? Er drückt uns die Hand als zusätzliche Belohnung. Also, ich finde es immer noch schade, dass man da nicht einfach... Naja. Wieso habe ich denn kein Ziel des Ziels jetzt aktiv hier? Ich finde, es müsste in MMO grundsätzlich die Möglichkeit geben, den Questgeber immer erschießen zu dürfen. Das kannst du in Fallout 4 machen. Ja. Was mir noch aufgefallen ist in letzter Zeit bei diversen Filmen, auch unter anderem bei Star Wars. Komisch. Und bei diversen Serien, dass die Geschlechterrolle sich sehr, sehr stark geändert hat. Das heißt, du hast im neuen Star Wars zum Beispiel hast du extrem viele weibliche Charaktere in sehr, sehr hohen Positionen. Und? Ja, das sind die Quotenfrauen. Ja, aber es ist schon... Rey war deutlich mehr als so eine Quotenfrau. Sie war wirklich ein starker Charakter. Ich hat sich in den letzten 10 Jahren schon relativ stark verändert. Das ist richtig. Ja, aber es ist ganz... Und bei... Wo war's? Da hat ja schon angefangen mit Doctor Who so ein bisschen, ne? Weil es hier Jack Harkness ist, schwul. Und jetzt bei Flash auch. Erzählt trotzdem nicht als Frau. Ich rede ja von der sexuellen Rolle quasi. Also, auch. Und der Polizeichef, glaube ich. Außerdem ist der Harkness Flash ist auch. Richtig. Ja, oder. Ja, ist klar. Ah, streitet euch halt. Arschloch. Er ist Bi. Ja, das ist halt Bi. Polizeichef bei Flash ist auch schwul. Also der ist wirklich schwul. Und wo war noch? Wo ist noch aufgefallen? War noch da was? Da drüben. Noch? Ah ja, und natürlich ganz zu schweigen von der Serie Transparent. Endschnitt. Die sagt mir jetzt auch nichts. Ist sehr, sehr gut. Also war auch erstaunt. Geht's um einen Typen, der ist. Ach, was ist der? Mitte 60 oder so? Hat, was waren's, 3 Kinder und ist aber transsexuell. Und wird halt so seine Geschichte ein bisschen erzählt und seine Kinder kriegen es dann quasi halt erst mit, als er halt eben, wie gesagt, Mitte 60 ist. Seine Frau wusste schon länger. Ist ganz interessant, wie er dann plötzlich dann anfängt, hier Klamotten von Frauen zu tragen und so weiter und so fort. Klingt eher wie ein Drama. Sehr abgefahren. Ja, ist eine dramatische Serie. Also cool, klingt interessant. Keine Action. Die ist sehr, sehr gut. Wie heißt die nochmal? Transparent. Transparent, okay. Auch ein geiles Wortspiel. Ja, eben, richtig. Also ein sehr, sehr geniales Wortspiel auch. Da gibt's auch Amazon Prime. Colo zu gucken. Und gibt's erst. Nee, 2 Staffeln gibt's schon. Ziemlich abgefahren. Und Modern Family ist auch super genial. Modern Family ist der Hammer. Ja. Echt? Worum geht das? Ja. Sehr, sehr genial. Worum es da geht? Jupp. Ja, das ist halt eine Familie. Quasi Al Bundy spielt den Familienvater. Also den Alten. Hat eine Tochter und einen Sohn. Sohn ist schwul und ist verheiratet mit einem Kerl, die jetzt ein Kind adoptiert haben. Er selber hat eine 20- oder 30-jährige jüngere Latina-Frau geheiratet. Und
Die Tochter hat einen Mann und drei Kinder, die alle total unterschiedlich sind. Also total abgefahrene Family-Geschichte eben. Und ja, aber sehr, sehr gut. Modern Family. Sehr geiler schwarzer Humor. Ja. Gibt's auf Prime noch nicht, soweit ich das hier sehe. Auf Netflix. Hab ich nicht. Ach, übrigens habe ich es geschafft, meinen Amazon Fire TV Stick endlich zum Laufen zu bringen. Ja. Wupp, wupp. Gut. Jetzt hast du jetzt einen Repeater oder was? Ja. Damit und funktioniert alles. Relativ. Es gibt immer noch. Gestern hatte ich jetzt zweimal Verbindungsabbrüche. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Es gibt immer noch Tage, wo er Verbindung verliert, aber ja, ich sag mal, 12 Stunden schau und einmal die Verbindung verliert, dann ist es was, was ich leben kann. Okay. Cooles Ding, ne? Und teilweise gibt es auch Abende, wo es einfach durchläuft. Das ist ganz praktisch. Also ich bin halt auch froh, dass ich endlich von dieser blöden Playstation unabhängig bin, dass ich mir das Zeug nicht mehr darüber anschauen muss. Weil das nervt total. Das ist lustig, weil ich bin gerade dabei, meinem HT-PC den Rücken zu kehren und stattdessen die Xbox One zu nutzen als Media Station. Und es funktioniert super. Also ich habe mir da jetzt auch für 19 Euro die Fernbedienung dazu gekauft. Mhm. Funktioniert alles wunderbar. Echt super. Weißt du, das Problem mit der PlayStation bei mir ist ja, ich habe halt noch die PS3. Ja. Du merkst halt, dass diese Oberflächen von diesen ganzen Streaming-Diensten immer auf die PlayStation 4 ausgelegt sind. Wenn du mit der PlayStation 3 irgendwas angucken willst, du wartest immer stundenlang, bis sich da ein Bild aufbaut. Und das ist halt das eigentlich Nervige. Und es war auch nicht HD bei dir, ne? Nee, nicht wirklich. Ja gut, ich kann da eh nix HD gucken mit meiner Internetleitung. Ja. Sind jetzt alle da? Der Chris fehlt doch, oder? Der hat seine eigene, das hier, Storyquest. Achso, oh. Außerdem, ich weiß ja nicht, wie es bei der Xbox ist, aber bei der PlayStation gefühlt dieses Sony Network Dingensbums, dass es ständig irgendwo in Wartung, down, geht nicht oder sonst was. Ja, das merkst du momentan auch immer. Ich habe Final Fantasy 14 bei Twitter und ständig PSN Error, Fehler, Netzwerk, Wartung. Ja, Probleme, das ist echt Probleme. Also, das ist sicher in der Nähe. Also ganz froh, dass ich es nicht an der PlayStation schon. Also zumindest gefühlt nicht. Hat ja auch keiner. Das wird sein. Das oh, Uwe, im Urlaub hast du jetzt eigentlich mal Ahnung nochmal? Ja. Schon Secret World gespielt? Nee, ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe verfügt, dass auf Balmora keine Zwangs. Ich habe wieder Minecraft angefangen zu zocken und das ist halt dann Gott. Der Tag immer so schnell vorbei. Oh weia. Jetzt diese Gegenregierung. Euretwegen ist er größenwahnsinnig geworden, Jedi. Aber Balmora gehört mir. Das Volk ist auf unserer Seite und die Industrie ebenfalls. Eure Besatzung ist zu Ende. Ihr wollt also zu Präsident Galte? Der ist so unnütz wie immer, wenn auch jetzt ein wenig dekorativer. Sogar aufgetaut kann er euch nicht helfen. Eure Regierung ist am Ende. Traurig, aber wahr. Darth Lakritz. Ja, dachte es mir auch gerade. Wieso kann eigentlich? Der Präsident uns nicht helfen? Leider ist mir alle Geduld für so, warum mögen wir die nicht? Gekommen. Ist das nicht, magst du sie ja nicht? Ist das nicht die Tochter von wie hieß der aus der Agenten-Story? Ihr sollt einen schnellen Tod. Der mit der Maske. Ach, der erst stirbt und dann wieder kommt? Ja. Nein, ich glaube nicht, dass das die ist. Es ist halt die Gouvernante von Balmora. Die Gouvernante von Balmora. Ja, die Gouverneurin. Gouvernante passt ja nicht ganz. Gouverneuse. Da kann ich nicht leben. Oder Gouvernette. Ich finde Gouverneuse eigentlich super. Alter, habt ihr die immer noch nicht kaputt? Leute, da war ich ja echt schneller als ihr. Wir haben nicht geskippt. Versteht nicht. Ihr habt alles zerstört. Was ihr... Wie gut, dass sie tot ist.
Der Tod ist noch zu wenig. Für okay, das ist nicht die Tochter von dem. Darth Yardos war das. Sagte, macht mir allerdings Sorgen. Es klang zu aufrichtig. Sie schien uns mit diesen Worten nicht täuschen. Ich hab da jemand seinen Zenit erreicht. Präsident Galte zurück in den Unterschlupf bringen und anfangen, ihn aufzutauen. Wir treffen uns dort. Auf Deutsch auch Zenit, schon, und bitte oder? Bitte schnell. Ja, irgendetwas stimmt nicht. Na, einen schwarzen Bildschirm habe ich. Letzter. Freunde, ich glaube, wir haben es für heute auch schon wieder, ne? Echt, oder? Ja, das ging schnell rum, genau. Ne? Ja. Jo, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Alle hier ins Töpfchen. Achso, ja, warum? Weil das so schön weil's witzig ist. Rausgast. Warte, ich möchte... Achso, da auch. Okay, so. Schön war's mit euch. Danke fürs Zusehen. Wir sind jetzt hier in dem Hot Tub und verbleiben da bis zum nächsten Mal. Schaltet auch wieder ein, denn etwas Schau muss sein. Und auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.